wir auch schon gleich beim ersten Kampf den Tag Team Nachwuchskampf mit den Jungprofis hier im Bild. Vorne Chris the Bambi Killer und sein Teampartner Pete Johnson. Im Ring der Referee aus Großbritannien, es ist Gary Dowell. Kennst du ihn persönlich? Ich kenne ihn persönlich. Wir haben im Mai, glaube ich, eine Tasse Kaffee zusammengetrunken. Das heißt, ein sehr so netter Kaffee, Mensch. Ich denke, in England trinkt man nur Tee. Ja, deswegen, wir waren ja hier auf deutschem Boden und mussten uns diesen seltsamen Traditionen und Sitten anpassen. Und wir Engländer sind anpassungsfähig im Gegensatz zu Leuten wie Mr. Otaku. Aber Doc, lass uns nicht streiten. Wenigstens wir beide verstehen uns noch einigermaßen hier. Wir hoffen, dass es so bleibt. Wir werden sehen, was der Kampfabend noch so bringt. Wir auf jeden Fall werden es sehen, wir müssen es sehen. Aber wir sollten noch auf etwas eingehen, was bevor die Leute es nachher vielleicht im Kampf bemängeln. Pete Johnson, auf diesen Menschen möchte ich hinweisen, ist ein super Wrestler. Nur leider hatte er sich eine Woche vor dem Event schwer am Knöchel verletzt, hat aber gesagt, ich komme nach Deutschland, ich komme nach Hannover und werde diesen beiden, und zwar dem German Kid und Gary Mountain, in den Arsch strecken. Das haben Sie vorhin gesagt, mit Fuchteln sind wir nicht vom Gesicht rum. Wer ist es denn, der seine Finger nicht stillhalten kann unter diesem Tisch? Die ganze Zeit mit dem Finger fuchteln muss vor meinen Augen. Ich kann schon gar nicht mehr sehen, was hier abgeht im Ring. Also gucken wir lieber auf den Bildschirm. Wenn das möglich wäre. Mr. Otaku, wir sind zwar schon sehr klein, aber vielleicht noch ein bisschen kleiner machen und die Hände unten halten, dann verstehen wir uns schon. Wie auch immer, hier sind die Gegner und für die Fans, die es nicht wissen, derjenige in Schwarz ist Gary Mountain und der andere aus Hannover sind German Kid, den wir im Dark Match noch als Referee sehen konnten. Sehr kluge Bemerkung, vor allem weil wir Jens Hellmann ja schon mal gesehen haben, aber Herr Otaku, wenn Sie die Fans, die dort zugucken, für so dumm halten, dann sagt das schon alles über Sie persönlich aus, Herr Otaku. Auf jeden Fall erstmal einen Abklatschen im Ring. Und so wie es aussieht, geht es jetzt los zwischen Gary Mountain und Pete Johnson. Und hier darf man gespannt sein, denn diese beiden kämpfen in Österreich bei den Wrestling Warriors Austria und haben auch dort schon das ein oder andere Mal Wrestling gegeneinander Austria. Gekämpft. I'm sorry, Mr. Otaku, es heißt Wrestling Warriors Austria. Sie sollten die englische Sprache, wenn Sie sie benutzen, auch können. Ich meine, ich gehe ja auch nicht an das Mikrofon, ohne die deutsche Sprache zu beherrschen. Ich glaube, dasselbe kann ich dann auch von Ihnen erwarten. Aber ruhig Blut, hier die erste Aktion von Pete Johnson. Oder war es Gary Norton? Nein, es war Pete Johnson. Ja, da sehen Sie mal, Sie konzentrieren sich auf Sprechen und vergessen dabei, zum Monitor zu gucken, um überhaupt zu wissen, ich sagte was doch, Sie wenn Ihre überhaupt Hände vom kommentieren. Monitor rumfuchteln, aber kann ich hier nichts erkennen. Macht es Pete Johnson richtig. Er setzt gleich einen Armbar an und Gary Dowell hatte das erste Mal etwas nothing. Zu tun. That was crap. And in the ropes again. Und hier leider ein guter Tackle und Mr. Doc wollte etwas sagen. Ja, Sie haben ihn natürlich wie immer ja, unterbrochen. Ja, ausnahmsweise komme ich auch mal zu Wort. Dann sagen Sie etwas. Sagen Sie etwas, Doc. Wenn es das Geschehen im Ring erfordert. Wechsel jetzt. Chris the Bambi Killer im Ring und auf der anderen Seite the German Kid. 16 Jahre ist er alt, Chris the Bambi Handshake, Killer. Aber Chris und the Bambi Killer hat hier die Unachtsamkeit vom German Kid einfach ausgenutzt. So macht man das. Spin-Kick, Leg Lariat. Der Wrestler. Wir würgen jetzt einfach mal Otaku ab und bitten uns diesen Match alleine, würde ich sagen, Doc. Der Kicks in der Ringe. Natürlich gegen, müsste man noch German erwähnen, Kid dass Hellmann. Natürlich Chris the Bambi Killer, der jüngste Jungprofi Deutschlands, ach, sagte ich schon, Europas ist, denn auch er kommt aus Österreich und zeigt hier dem German Kid, dass er nicht der Einzige ist, der von dem Nachwuchsleuten wresteln kann. Aber der German Kid hat ja auch schon in der Vergangenheit bei IWW-Veranstaltungen gezeigt, dass er auch ein sehr vielversprechendes Nachwuchstalent ist. Unter anderem hat er auch gegen den Dirtbike Kid im Ring gestanden. Und kläglich verloren, das muss man sagen. Egal wie nett Jens Hellmann ist, er hat kläglich verloren. Nach einem Big Splash, glaube ich, war alles aus. Und die Hoffnung, zum großen Superstar so schnell zu werden, waren erstmal
einfach hinüber. Sagen Sie einfach hinüber. Ich denke, Sie haben gerade gesagt, Sie beherrschen die deutsche Sprache. Ja, aber was überlegen, soll's? Wenn man auf dieses großartige Match gleichzeitig auch noch achten muss und seine Wortwahl kontrollieren muss, dann ist das schon etwas schwer. Vor allem, weil wir hier nicht in Englisch reden können, sondern uns auf die deutsche Sprache konzentrieren müssen. Vielleicht sollten Sie das englische Countdown-Tape. Aber du darfst mit Sicherheit auch auf der englischen Fassung von diesem Commercial Tape dann sicherlich auch kommentieren. Das wird es geben, denn was hier, da sind wir uns sicher alle einig, bei der IWW gezeigt wird, das ist großartig. Da zeigt man wirklich mal, dass diese konservative deutsche Catch-Sippe einfach mal auf Hopp genommen wird, sage ich jetzt einfach mal so salopp, dass hier wirklich gezeigt wird, junge Athleten gehen gegeneinander in den Ring und wir haben kein langweiliges Rundensystem, wir haben hier einfach modernes Wrestling. Wir haben hier kein Jurassic Park, sondern hoffnungsvolle Nachwuchstalente. Keine Bärenköpfe oder Clowns oder was auch immer. Was wir hier haben, das sollten wir sagen, Otaku, ein Bodyslam von Mountain, war das? Richtig, und er steht auch aufs dritte Saal. Entschuldigen, Doc, wenn ich Sie erlauben kann. Top Row und Wonderful Butt, missed it. Leider vorbeigegangen. Reden Sie Deutsch, wir sind hier in Deutschland, das ist ja nicht wahr. Die Emotionen schwappen über. Hier auf jeden Fall wieder Pete Johnson im Ring und er macht es richtig. Er setzt sofort nach knallharte Schläge gegen seinen Gegner. Wonderful Power Clothesline. Er hat ihn aber fast aus den Stiefeln geschlagen. So kann man sagen. Gary Mountain. Und Pete Johnson setzt sofort nach. Mit einem. Ja, es ist ein Submission Move, ein Ankle Hold angesetzt von Pete Johnson. Gut, dass sie diesen Move beim Namen nennen konnten. Ja, natürlich. Andere bezeichnen ihn auch als Heel Lock. Wie dem auch sei, ich will mich aus dieser Diskussion etwas aushalten. Und hier sieht es etwas bremsig aus, denn das ist das Bein, das angeschlagene Bein. Doc, du hast es erkannt, das angeschlagene Bein. Ich glaube, das war's. War das schon die Aufgabe? Pete Johnson. Es war keine Aufgabe. Es sah zwar fast so aus, aber das sieht nicht gut aus. Pete Johnson, ich kenne ihn persönlich, er ist ein zäher Hund, er ist ein Freund. In Österreich waren wir zusammen durch Saufen, wir mit sind von Ihnen einer Bar in die andere gegangen. Das spricht nicht aber das spricht aber nicht er kann sehr viel aushalten. Das ist etwas Ernstes. Nur, das, ist das sieht nicht gut aus. Sie sehen selbst, die Sanitäter sind schon am Ring. Gary Dowell war am Überlegen, ob er diesen Kampf abbricht, aber ich denke, im Wohle der Wrestling-Fans wird dieses Match weitergeführt, wie auch immer es geschehen soll. Sie sehen hier das schmerzhaft aus. Oh Mann, das ist wirklich sehr, sehr übel. Denn jeder, der Sport treibt, muss es wissen, wenn man verletzt ist, speziell halt an den Beinen, an den Knöcheln, kann das sehr, sehr wehtun. Und wenn man sie dann überdehnt bekommt durch einen blöden Menschen wie Gary Mountain, der nicht weiß, was er tut, dann... Ja, es war ja keine Absicht, Steve. Erzählen Sie nicht so ein Blödsinn. Ich frage mich nach Steve, woher wollen Sie das denn wissen? Haben Sie jemals in Ihrem Leben nur einmal Sport getrieben? Wissen Sie, wie man das Wort Sport denn überhaupt schreibt? Wissen Sie denn überhaupt, was für Athleten das sind, die hier in den Ring steigen, die riskieren, sich ihr Bein zu brechen, ihr Leben riskieren für die Fans? Wissen Sie das überhaupt? Können Sie das nachvollziehen? Wir sollten auf diesen Kampf eingehen. Worauf sollen wir denn eingehen? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe, dass hier der Promoter dieser Show, Stefan Haupt, erste Vorsitzende vom Independent Wrestling World e.V., mit den Wrestlern und dem Referee geredet hat. Und Sie sehen, es geht weiter, auch wenn einer ausgeschieden ist. Bambi-Killer, Sie ziehen Ihre Sätze immer so herrlich lang. Da kann man irgendwie auf die Action eingehen. Das bedeutet jetzt natürlich, dass Chris the Bambi-Killer einen ziemlichen Nachteil hat, denn er muss jetzt ganz alleine weiterkämpfen gegen die beiden harten... Dropkick from the top rope! That was wonderful! Wie gesagt, Sie sollen auch mal wieder Deutsch reden. Es war wirklich ein guter Dropkick. That was wonderful. Bitte die Simultanübersetzung in Deutsch, ein wunderbarer... Ein Falltritt, müsste man es eigentlich sagen. Aber das wird bitte, etwas wir zu albern, also... Wir sind hier nicht bei DSF. Wir haben hier ein IWW-Kauftape, ein wunderschöner Takedown, ein Legdrop hinterher. Das ist Teamwork, das muss ich sagen. Kann Chris the Bambi Killer überhaupt gegen diese zwei großartigen Wrestler bestehen? Das nicht, ist hier die Frage. Ich weiß, dass Chris the Bambi Killer fast so ein zäher Hund ist, wie halt Pete Johnson. Wir werden es sehen.
Und Chris versucht, nach dem Seil zu reichen. Aber er schafft es nicht ganz. Gary Dowell guckt auch schon aufmerksam. Es ist natürlich eine sehr, sehr gemeine Situation. Aber und da geht er an die Augen. Perfekt befreit, möchte ich sagen. Nein, das ist... Es hat schon einen Verletzten hier gegeben und so eine Aktion kann auch im wahrsten Sinne noch schlimmer ins Auge gehen. Und vor allem, wenn es jetzt rausgeht hier. Muss nicht unbedingt sein, aber okay. Jetzt geht auch noch aufs zweite Seil. Das ist dann mein High-Risk-Move. Muss man sagen. Das und ist hohes Risiko. Jetzt reden Sie Englisch. Hohes Risiko. Wahnsinn, das war wirklich... Das war ein hohes Risikomanöver, würde man in Deutschland ohne Matten sagen. Draußen. Es liegen keine Matten draußen. Und wir sind hier ja nicht in Stamford oder in Atlanta. Nein, wir sind hier bei der IBW ohne Matten. Und da geht's rein in die Stühle. Aber der German Kid hilft natürlich seinem Teampartner. Aber das war etwas spät, oder? Otaku, da hätte er noch ein bisschen früher kommen sollen. Was hat er gemacht? Wenn er ich der Teampartner von Gary Mountain gewesen wäre, aber das wäre ich ja nicht. Ich hätte auf der richtigen Seite gestanden, und zwar bei Chris, der Bambi Killer. Und der räumt jetzt hier richtig auf, alleine gegen zwei. Und damit beweist er, was er alles drauf hat. Entschuldigen Sie, ich bin ja dem Brawling nicht abgeneigt, aber ich finde, so sollte man versuchen, das Match doch im Ring zu halten, wie es jetzt der German Kid auch versucht. Oh, Sie sehen, Pete Johnson kommt wieder zurück. Hier ein Crossbody. Das ist der One, Two, es ist der Three Count. Es ist der Three Count. Warte, nein, es war der Two. Doch, nein, was ist das? Laut ist schon vorbei. Laut Gary Dowell. Ich habe keinen Deut mehr. Ja, Sie hören es, die offizielle Durchsage. Sieger des Kampfes, das Team German Kid und Gary Mountain. Aber ich muss einfach sagen, es war unfair, denn Chris the Bambi Killer hat der so eine sehr Art gut noch geschlagen hat. Richtig, da haben Sie recht, Doc. Es tut einem leid. Und damit darf jetzt der German Kid. Ich wollte gerade schlussfolgern, der German Kid darf doch jetzt. Denk. Im nächsten Kampf, das ist der nächste Kampf gegen Phil Powers ran. Ein Rookie aus England, aus Dagenham im United Kingdom. Das wird keine leichte Aufgabe. Oh, aber hier Pete Johnson ist wieder in den Ring zurückgekehrt. Oh, Taku, was ist das? Gequält. Und ich habe ihm gesagt, er ist ein zäher Hund, er ist wieder da, nur leider ein paar Sekunden zu spät. Ansonsten würde er jetzt noch einmal gegen diese beiden antreten. Aber ich glaube, diese Fehde zwischen Pete Johnson und Gary Mountain ist noch lange nicht ausgestanden. So, wer weiß, wird beide nicht die IBW-Show. Wer weiß, vielleicht wird es dort einen Rematch geben. Und wer weiß, was in Österreich in der Zeit bis zur nächsten IBW-Show noch passiert. Denn ich denke, die beiden werden sich bei den Wrestling Warriors Austria noch rein oder das andere Mal begegnen. Das Match ist jetzt aber zu Ende. Wir wollen auch gleich zum nächsten Match rüberspringen.